Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde, seien Sie stolz, wir sind weit gekommen, seien Sie recht stolz darauf, ich bin es auch, wir werden noch mehr erreichen. Mein Name ist Jörg Feller, wie geschildert, ich bin von Anfang an dabei. Am liebsten hätte ich Ihnen den Wirt mitgebracht, der heute Morgen das Ausschick über unser Hotel machte. Er hat einfach das erlebt, was wir alle erlebt haben, was alle, die Sie erlebt haben, die von Anfang an dabei sind, uns einen im Wesentlichen. Einfach zwei ganz große Klammern. Zum einen klar, das ist eine ganz tief sitzende Abneigung gegen diesen komischen Organismus, der sich nennt EU und der sich immer weiter vergrößert und erweitert und ist eine ganz tief sitzende Abneigung gegen den Euro und all seine schädlichen Auswirkungen. Aber vor allen Dingen, meine Damen und Herren, ist es aber, wir haben uns zusammengetan, weil wir von der etablierten Politik schlicht und ergreifend die Schnauze voll haben. Bis jetzt noch stand mir das Glück an der Stelle noch, wir haben die Nase voll. Ich habe das korrigiert. Wenn ich das etwas schärfer formuliere, dann liegt das am letzten Wochenende. Unsere Kollegen in MacPom haben ein erstklassiges, ein super Ergebnis eingefahren, ein sensationelles Ergebnis. Und die Loser erklären sich zu Gewinnern. Was ist das denn? Mutti, der Menschen hat gebrochen hat, Mutti, der Menschen hat gebrochen hat, das Ganze um ein donnerndes weiter so. Meine Damen und Herren, nicht mit uns. Wobei, da donnert eigentlich, glaube ich, nicht so viel. Es ist wohl eher das Pfeifen im Wald. In meinem Profil haben Sie dieses Bild mit den zwei Hamstern gefunden. Das kommt so ein bisschen lustig daher. Papa Hamster, mit Kronhamster im Arm und zeigt auf das Laufbändchen und sagt, eines Tages, mein Sohn, wird das alles dir gehören. Und der kleine Hamster guckt ein bisschen. Das ist mir aber tot ernst. Ich sehe auch immer wie Merkel und Frau Kraft so großzügig da zeigen, schaut her, wie toll das ist alles so klasse, euer Land funktioniert, alles so super. Frau Kraft, das letzte Mal im Zusammenhang mit dem 70. Geburtstag von NRW. Frau Kraft, kennen Sie, schon mal gehört, diese Ministerpräsidenten-Simulantin? Ja. Wenn die dann steht, alles für gut erklärt. Wenn die hier was steht, alles für gut erklärt, sondern wenn dann tatsächlich noch was Gutes, dann allen Ernst. Aber auch meinte, sie hätte was damit zu tun? Nein. Nein, meine Damen und Herren. Ich sehe kaputte Straßen, ich sehe, wie das Unkraut aus den Gehsteigen quillt und ich sehe unter anderem eine komplett verschossene, zerstörte, vormals funktionierende Förderschullandschaft. Wissen Sie, wie ich das nenne? Wenn man mal eben aus 9 Jahren Gymnasium 8 macht und jetzt schon darüber nachdenkt, ach, machen wir doch wieder 9? Oder wissen Sie, wie ich das nenne? Wenn man eine funktionierende Förderschullandschaft mal eben so zerstört. Ich sage es Ihnen, es sind Menschenversuche. Es sind rot-grüne Menschenversuche. Menschenversuche der Landesregierung. Und das sind nicht nur Menschenversuche an unter anderem meinen Kindern, die das ausfragen müssen. Nein, es sind auch Menschenversuche an den Lehrern oder auch an den Eltern. Und alle drei Gruppen haben Besseres verdient. Nordrhein-Westfalen macht ja auch meistens nicht noch bei anderen Unfug. Zum Beispiel bei der Verschrottung der am besten funktionierenden Kernkraftwerke auf dieser ganzen Welt. Das ist jetzt. Wobei die etablierte Politik, das kennen Sie auch aus den Stadträten oder aus den Kreistagen, wobei die etablierte Politik in Form der Landräte und Bürgermeister dann auch immer noch so, ja, so dumm ist und allen Ernstes gleichzeitig den Wertverlust ihrer RWE-Aktienpakete betrauern. Das muss man erstmal hinkriegen. So dumm ist nur Rot-Grün oder genauer gesagt, so dumm ist nur Schwarz-Rot-Grün, das ist ja eh das Gleiche. So ist in Nordrhein-Westfalen mit Dauerträger der roten Laterne. Gibt es was, wo wir spitze sind? Weiß ich nicht. Genderforschung, alle Arten von Bunt und Multikulti, da sind wir wahrscheinlich ganz weit vorne. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, das geht besser mit uns. Und wir tun auch schon einiges dafür. Meine Damen und Herren, schon seit langem bleiben wir nicht nur wie der Frosch im Glas sitzen, während irgendwelche Minderleister wie Kraft, Jäger, Löhrmann, wie sie alle heißen, immer weiter an der Temperatur drehen. Nein, wir springen da raus und wir springen denen mit ins Gesicht, im Bund, im Land, im Kommunen, in den Kreis. Wir haben in meinem Sprachchen raus den erfolgreichen Wahlkampf gemacht, übrigens getragen von dem Wesentlichen Einigkeit. Und dieser Wille zur Einigkeit ist übrigens auch etwas, was ich in die Arbeit unserer Fraktion hineintragen werde. Ich stehe dabei übrigens für eine Politik, die nicht laufend irgendwelche Neuerfindungen und Randgruppen in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen stellt.
Ich erwarte keinen Ort für meine Frau, für Eltern oder insbesondere was unsere Frauen tun. Aber ich erwarte Wertschätzung für Familien, Eltern und all die anderen, die jeden Morgen den Hintern aus dem Bett heben. Das sind die, die unser Land am Laufen haben. Ich stehe auch in der Justiz, die sich vom Kuschelkurs verabschiedet. Wer als 20-Jähriger einen illegalen Autorennen Tote verursacht, meine Damen und Herren, der bekommt von mir keinen Sozialarbeiter an die Seite gestellt, den bekommt die Familie des Opfers und der Täter fährt noch genau ein letztes Mal und zwar ein. Ich stehe ansonsten auch für eine Finanzpolitik, die das Land Nordrhein-Westfalen in die Verantwortung nimmt, endlich auch mal Jahresabschlüsse und Gewinn- und Verlustrechnungen zu machen, so wie das die Gemeinden und Kreise tun müssen. Dafür drückt es sich aber, meine Damen und Herren, ich glaube, da gehört auch viel Mut dazu, es zu tun. Wir haben den Mut, wir werden das fordern, wir werden das machen. Inhaltlich möchte ich in der Fraktion in allen Ausschüssen einbringen, rund um die Themen Finanzen und Wirtschaft und im Übrigen auch dort, wo es für uns alle sinnvoll ist. Fraktionsarbeit ist kein Wunschkonzert, die findet in heute, hier und jetzt statt. Meine Arbeit werde ich tun mit Rückgrat, Biss und dem notwendigen Maß an Streitbarkeit. Meine lieben Freunde, Nordrhein-Westfalen ist ein Musterbeispiel, ein absolutes Musterbeispiel an rot-grüne Politikversagen, schwarz-rot-grüne Politikversagen, muss man sagen. Die Schwarzen waren ja auch mal ab und zu dabei. Dieses Land Nordrhein-Westfalen werden wir vom Kopf wieder auf die Füße stellen. Dafür werde ich in unserer Fraktion arbeiten. Darauf freue ich mich für eine bessere Zukunft unserer Kinder, Enkel, Nichten, Neffen, aber auch für uns selbst. Dankeschön. Stellen können, abwechselnd von dem Mikrofon, da jetzt zurzeit noch keiner am Mikrofon steht. Sorry. Christian. Ja, vielleicht kann man übersehen. Doch. Herr Feller, Sie machen ja auch Ratsarbeit. Welche Erfahrungen können Sie von der Ratsarbeit mit Ihnen als nach Hause nehmen? Diejenigen von Ihnen, die auch diese Ratsarbeit machen, machen wahrscheinlich die gleichen Erfahrungen wie ich. Da sitzt ein allgemeines Schweigekartell, man könnte auch Handtücher auf diese entsprechenden Sitze legen und reden tun, dann lieber als Fraktionsvorsitzenden. Und wenn Sie bei uns im Rat die schwarz-grüne mit FDP gemischte Mehrheit angehen, der erste, die verteidigt, ist die SPD. Aber ich kann sagen, wir halten dagegen, ich halte dagegen, wenn Sie sich die Redeanteile gucken. Für die Jungs ist es nicht mehr so gemütlich wie früher. Wir müssen Opposition machen, das heißt Fragen, Fragen, bohren, bohren. Jörg, du hast ja voll aus der Seele gesprochen, voller Seele. Was würdest du im Landtag als allererstes ändern, wenn du jetzt sofort die Macht hättest? Im Landtag? Im Landtag. Ja, das Erste wäre, dass ich das unwürdige Gezerre um dieses 8 oder 9 Jahre Schule beende. Meine ältere Tochter musste es erleben mit, sind es nun 8 oder 9, dann waren es tatsächlich 8, die kleinere, ja, waren es vielleicht doch wieder 9. Und ich erkenne auch sehr genau, dass verschiedene Aktivitäten, Tennis spielen, schwimmen oder auch einfach mal nichts tun. Ich glaube, junge Leute tun so viel, dass sie ein Anrecht darauf haben, auch einfach nichts zu tun. Das bleibt einfach nicht im Kommen. Bekommen auf die Art und Weise einen Teil ihrer Jugend gestohlen. Was wir auch nicht ändern wollen, sind vielleicht die ganzen Beauftragten für Genderunfug und. Da fällt uns dann viel ein, wo man einfach sagen kann, wenn das nicht mehr da ist, fehlt uns nichts. Weitere Fragen an den Landmikrofon kann ich nicht erkennen, dann gebe ich von mir herzlichen Dank zu sagen. Ich danke Ihnen. Herr Jung. Ich habe 130 und für Herrn Feller 201. Herr Feller ist gewählt und kann weitermachen. Herr Feller, können wir einmal den Kontakt machen? Ich darf Sie fragen, ob Sie die Wahl annehmen? Herr Feller nimmt die Wahl an. Danke.
darf die Bewerber, Herr Jung,